Habt ihr gewusst, dass es sich bei Godzilla nicht nur um eine Echse in Spielen, Comics und Filmen handelt, sondern auch um diesen ungewöhnlichen Nissan? Das Auto heißt Nissan GT-R Godzilla 2.0. Obwohl es nicht helfen wird, die Kaiju-Monster zu vernichten, hat es trotzdem einiges zu bieten. Das Team hat sich darauf konzentriert, den ursprünglichen Motor von 485 PS auf 600 PS zu verbessern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 dauert 3 Sekunden. Das Auto erhielt außerdem eine Tarnuniform, ein Ersatzteil auf dem Dach und eine zusätzliche LED-Beleuchtung, damit es einzigartiger aussieht, wie einer der Kritiker anmerkte. Man kann diesen Geländewagen nicht nur online bewundern, er wurde einst für 103.000 Euro angeboten. Derzeit ist der Godzilla aber nicht mehr im Katalog aufgelistet, was bedeutet, dass er bereits an einen glücklichen Besitzer verkauft wurde. Wenn ihr das Wort Porsche hört, denkt ihr wahrscheinlich an coole Autos mit geringer Bodenfreiheit, die für den perfekten Asphalt der Großstädte gebaut sind. Allerdings haben die Deutschen auch Offroad-Varianten anzubieten. Die Besatzung des aufgemotzten Porsche 911 hat im Jahr 1984 sogar die Rallye Dakar gewonnen. Heute zeigen wir euch ein Auto in limitierter Auflage, das diesem Sieg gewidmet ist. Das einzige Auto, das sie in die Wüste, nach Le Mans, ins Theater und auf die Straßen von New York bringen kann, heißt es auf der Homepage von Porsche. Das Fahrzeug heißt Porsche 911 Dakar. Zu den Eigenschaften gehören ein 480 PS Motor, Allradantrieb, einstellbare Dämpfer, die eine Bodenfreiheit von plus 30 mm bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h ermöglichen. Von 0 auf 100 geht es in 3,4 Sekunden, aber es können nur zwei Personen mitfahren, denn es gibt keine Rücksitze. Porsche will rund 2500 Autos auf den Markt bringen. In den USA sollen sie rund 213.000 Euro kosten. Ebenso interessant ist dieses Upgrade des 911er. Das Unternehmen Gambala ist einer der größten privaten Porsche-Tuner und bei Tuning-Fans bestens bekannt. Die Experten nahmen den Porsche 911 Turbo S und versuchen, die sportliche Veranlagung auch im Gelände zu betonen. Was sofort auffällt, ist die Karosserie. Es handelt sich um eine völlig originelle Lösung, an der ein Experte des Porsche Design Zentrums mitgearbeitet hat. Infolgedessen ist das Coupé in seinen Abmessungen gewachsen. Es ist 17,6 cm länger und 13 cm breiter geworden. Das Fahrwerk wurde ebenfalls geändert. Die Bodenfreiheit kann von 120 bis 250 mm eingestellt werden. Der Motor leistet jetzt 750 PS. Für besonders anspruchsvolle Kunden gibt es aber auch 830 PS. Das Auto beschleunigt in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h. Ein zeitloses Design mit modernster Technik, sagen die Jungs von Gambala. Die geplante Produktionsmenge beträgt 40 Stück und der Preis liegt bei 495.000 Euro. Traurige Nachrichten für alle Fans vom Lamborghini Huracan. Der Lebenszyklus des seit 2014 produzierten Autos neigt sich dem Ende zu. Das Auto war in vielen Shows, Spielen und Filmen zu bewundern. Marvel-Fans werden sich bestimmt an den Film Doctor Strange aus dem Jahr 2016 erinnern, in dem gleich 6 dieser Autos zu sehen waren. Zur Verabschiedung haben sich die Italiener eine Abschiedsversion mit dem Namen Lamborghini Huracan Sterrato einfallen lassen. Sterrato heißt so viel wie Gelände und das Auto wird in der Lage sein, den Asphalt zu verlassen, wenn der Fahrer eine bessere Route kennt. Die Bodenfreiheit soll um 47 mm erhöht werden. Außerdem erhält das Auto einen Metallschutz für Schwellen und Unterboden. Der Motor wird höchstwahrscheinlich ein V10-Motor mit 640 PS sein. Auch das Lamborghini Dynamica Vicciolo Integrata System mit einem vollständigen Antrieb darf nicht fehlen. Und wie geht es weiter? Im Jahr 2024 werden die Italiener den Nachfolger des Huracan zeigen, und zwar mit Hybridmotor.
Als nächstes kommt ein Showcar, dessen Macher beschlossen haben, in die Zukunft zu blicken. Kurz zur Background-Geschichte. Die saudischen Behörden wollen das strategische Programm Saudi Vision 2030 umsetzen. Im Rahmen dieses Programms wollen sie ihre Abhängigkeit vom Erdöl verringern, den Tourismus fördern und die Gesundheitsförderung verbessern und viele andere nützliche Dinge tun. Mehrere Handwerker aus Italien haben beschlossen, ihr Projekt den zukünftigen Veränderungen in Saudi-Arabien zu widmen. Das Showcar GFG Style Vision 2030 ist ein Elektro-SUV mit Allradantrieb und einer Menge ausgefallener Features. Unter anderem sind viele Bildschirme zu erwähnen. Einige davon übertragen das Bild von der Rückfahrkamera, da das Auto keine Spiegel hat. Die Bodenfreiheit kann verändert werden, angeblich auf 140, 190 und 260 mm. Das Auto ist für zwei Personen ausgelegt und beschleunigt in 3,5 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h und die Reichweite rund 365 km. Das Showcar kann auch in ein Cabrio umgewandelt werden, indem man die beiden Dachteile abnimmt und in den Kofferraum legt. Dies ist ein Rally Cabrio von Jaguar. Das Unternehmen hat sich überlegt, wie es sein 70-jähriges Jubiläum in Hinsicht auf Sportwagen feiern könnte. Einer der Ideen war dieses Auto, und zwar der F-Type in der Rally-Version. Das Unternehmen ging gewissenhaft an die Sache heran. Es stellte sogar Experten für die Entwicklung von Rally-Fahrzeugen ein und erfüllte die vier Anforderungen. Und das gesamte Projekt ist eine Hommage an den berühmten Jaguar XK120, der in den 50er Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Jaguar F-Type Rally Car Edition ist mit nur zwei gebauten Exemplaren super exklusiv. Der Motor leistet 300 PS und das Getriebe ist ein Automatikgetriebe mit 8 Gängen. Interessant ist, dass man sich auch bei der Rally-Version gegen einen Allradantrieb entschieden hat. Stattdessen wurde ein Überrollkäfig angebracht und der Unterbodenschutz verbessert. Und was kann man aus einem Audi TT machen? Erstens hat das Auto schon in vielen Filmen mitgespielt. Und zweitens hat der Sportwagen auch eine Offroad-Version. Diese heißt Audi TT Safari. Die Karosserie wurde von Grund auf neu entwickelt und ist aggressiver geworden. Die Radkästen mussten zugunsten der neuen Räder breiter werden. Eine Heckscheibe gibt es allerdings nicht mehr. Im Inneren gibt es Platz für zwei Fahrgäste. Ein bisschen eng, aber es geht. Der Motor leistet 400 PS und von 0 auf 100 geht es in 4,5 Sekunden. Leider wird Audi diese Version kaum in Serie bringen, denn es handelt sich nur um ein Tuning-Projekt für das GTI-Treffen. Dies ist ein Treffpunkt für Besitzer von ungewöhnlichen Volkswagen und ähnlichen Autos, zu denen auch Audi gehört. Deswegen ist zu den Kosten nichts bekannt, aber wie viel würdet ihr dafür zahlen? Und dieses Wunder der Technik wird auf bringtrailer.com angeboten. Der Besitzer hat das BMW Z4 M Coupé aus dem Jahr 2007 zum Geländewagen aufgemotzt. Das Ergebnis war die BMW Z4 M Safari. Es handelt sich um eine gute Option für alle, die einen Mix aus Kompaktheit und Geländegängigkeit brauchen, heißt es in einer der Testberichte. Die entscheidendsten Änderungen betreffen die Aufhängung. Die Bodenfreiheit wurde erhöht, die Spurweite verbreitert, steilere Federn eingebaut und das Ganze mit einem speziellen Schutz versehen. Der Motor leistet 335 PS, hat Heckantrieb und ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Dort befinden sich zwei Reserveräder und aus diesem Grund war es notwendig, eine spezielle Hintertür anzufertigen. Die Stoßstangen und Kotflügel sind für 17-Zoll-Räder modifiziert. Der Kilometerstand stimmt aber nicht ganz. Die Zahl auf dem Tacho lautet 242.000 Kilometer. Doch das Auto hat bestimmt schon mehrere wilde Abenteuer erlebt. Kennt ihr schon die Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain? Ist wie dafür geschaffen, alle Herausforderungen des Alltags mit höchster Eleganz zu meistern, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Klingt nach einer Herausforderung. Warum also das Auto nicht in ein echtes Offroad-Monster verwandeln? Einer der Ingenieure des Unternehmens hat genau das getan und das Ergebnis seht ihr jetzt.
Das wichtigste Feature der neuen Version sind die Portalachsen. Jetzt beträgt die Bodenfreiheit des Fahrzeugs 406 mm. Mit etwas mehr Bodenfreiheit könnte er dem M1 Abrams Panzer Konkurrenz machen. Natürlich ist der Raum unter dem Boden nicht wiederzuerkennen. Damit alles funktioniert, mussten die Macher eben kreativ sein. Die Stoßdämpfer kommen beispielsweise vom Crossover Mercedes-Benz GLC. Beim Motor handelt es sich um einen V6-Motor mit 328 PS vom E400 Wagon. Dafür kann man jetzt wahrscheinlich alle Hindernisse überwinden, einschließlich halbmeterhoher Furten. McLaren ist ein schwieriger Haufen. Nachdem sich die Briten mit Supersportwagen einen Namen gemacht haben, haben sie mehrmals betont, wir werden keine Crossover bauen. Doch als ein neuer Generaldirektor kam, ging es los. Sie haben nicht nur irgendein Crossover, sondern einen elektrischen gebaut. Und wer die Nachrichten verfolgt, weiß, dass die Briten auch in die Rennserie Extreme E eingestiegen sind. Erstaunlicherweise hat McLaren auch hier geschummelt. Tatsache ist, dass das Unternehmen nicht über die Plattform verfügt, um einen echten Geländewagen zu bauen. Bei Extreme E gehen die Teams aber mit einem Einheitsauto an den Start, dem Elektro-SUV Odyssey 21. Die britischen Ingenieure mussten also nur ein paar Einstellungen ändern, ein neues Design entwerfen und das war's. Unter der Motorhaube verstecken sich nun zwei Motoren mit 544 PS. Von 0 auf 100 geht es in 4,5 Sekunden. Am Steuer saß Carlos Sainz Sr., dessen Sohn zuvor für McLaren bei der Formel 1 fuhr.